Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von ADR Tele. An heisen als Hauptüberschriften von dieser Edition. DDR unterstützt den Akteuren aus dem Horeca-Sektor hier Forderung für die Betrieber so sehr wie möglich nicht abzumachen, für was das blutnotwendig ist, Restaurateuren reagieren. Da gibt ihr Gewürf, für was die Großparteien an der Chambre de Gag mit den Wählern machen und DDR die einzige Partei ist, die am Kader von der Verfassungsreform und Bürgerreferendum festhält. Die Initiative von mittlerweile 200 Enseignanten, Edukateuren und Schülereltern wird sich gegen die verschärfte Maskenpflicht an den Schulen erfordert der Minister Claude Maijob, für das direkt auf Eis zu lehnen. Dass der ganze Horeca-Sektor mit Kaffee, Restaurants und Hotels weiter zu muss bleiben, über dem es andere Betriebe obsinn, dass das nämlich eh für viele krasse Widersprüche an der Regierungspolitik, die DDR an der Covid-Krise auch permanent kritisiert. Dabei ist die Regierung bis lode Beweis schuldig geblieben, dass der Horeca-Sektor zu einer Infektionskette kommt oder dass sich an einem von den Betrieben mehr Leute angestacht hätte, wie zu ernst. Der Renzo Bellanima, Restaurateur aus der Urwerstadt, ist wie viel von seinen Kollegen finanziell vier bei an Hanne wieder. Als Patron liefert ihn lo selber Pizza aus, für Kästen zu spüren. Trotz Lieferservice und Takeaway hat ihn rund 60% mehr Umsatz, wie wenn der Betrieb normal obers. An die versprochenen Hilfe von der Regierung schläfen. Wir brauchen zu einem Lo, und das ist ein großes Problem. Alles lebt, elektrisch, Loyer. Alles lebt, alles muss im Personal alles bezahlen. Also wir brauchen die so ein Lo. Und ich meine, wir kriegen sie nicht so ganz schnell. Und das ist am Anfang das große Problem am Vergleich mit dem letzten Jahr, wo die Hölle für euch einfach relativ sicher kommen werden. Ja, die werden ganz schnell kommen, ja. Also viel mehr schnell wie Lo. Auch der Jean-Claude Kolbach möchte sich sorgen um seine Existenz. Er ist Patron von einem Betrieb an der Rive de Clausen, erfüllt sich von der Regierung an stark los. Ich kann ganz ehrlich sagen, wir sind noch Ende Februar, ich habe schon mal an Menge Betriebe für Dezember noch nicht gekriegt. Wie stellt der Staat sich das vor, dass ich diese Lokabetüllen Ende Februar aus Salären, die die Leute brauchen, für hier das Appartement zu bezahlen, und ich habe schon mal von Dezember mal noch nicht gekriegt, vom Staat. Da frage ich mich, da, wie, also, ich, an dem nächsten Konfinement sind wir ob man es viel bezahlt, wie es schon mal so geht. Aber da gehen wir weit noch bezahlt. Auch das möchte ich natürlich nach einem Tresoriesprobleme und es sind schon keine Suchen da au Départ. Ich meine, die Situation ist wirklich grav und die Stadt muss da vorne machen, für mich schnell zu sein und einfach die Reaktivität zu verkürzen. Die, wir haben alles gemacht, was der Staat als Oberlöst hat. Aber immer mit dem Sous-Entendu, dass der Xavier gesagt hat, also natürlich der Premier gesagt hat, es kostet, was es kostet. Es kann ja nicht sagen, es kostet ich, was es kostet. Das hatte ich nicht so verstanden. Das ist aber ein bisschen, wie ich es loh, haut an meinem Portefeuille spüren, dass wir vom 16. März, 15. März und bis 1. November auf alle diese freien Sätze bleiben. Das ist nicht richtig. Und da muss auch etwas geschehen, wenn die Regierung nicht einfach will zulassen, dass es so viel Independenten, Kreateur d'Emploi, einfach mal besser gehen und weiter gehen. An den letzten Monaten ist es an der Stadt zu einer ganzen Reihe Demonstrationen gegen die Fermetür vom Horeca-Sektor gekommen. An der DDR hat mehr wie einmal auch im Terrain hier Solidarität mit den Cafetieren, Restaurateuren und Hotelien ausgedrückt. Der DDR unterstützt die heutige Bewegung voller Ganz. Das ist eine immense Ungerechtigkeit, die hier auch Kosa, die Restaurateuren, die nicht dafür schaffen. Da hängt auch Personal drin, da hängen unbezahlte Salären drin, da hängen auch, das haben wir auch immer mehr Täten, die vom Staat akkordiert sind, die schon seit Monaten lang nicht bezahlt sind. Kriegen heute zu hören, was eine immense Ungerechtigkeit ist. Du schon mal partiell, den man zu spät bezahlt, und dann eine andere Sache. Für noch musst du was schwätzen, das ist die Couvre-feu. Für was die Couvre-feu? Ich meine, all die Sachen, die Couvre-feu, die Fermetür von Restaurants, ob wir einen wissenschaftlichen Domäne beruht hat. Was ist die Justifikation? Wo ist der Beweis, dass durch die Fermetür, durch die Couvre-feu, dass dadurch die Pandemie zurückgeht?
kein Wesen. Ich meine, das sind alle Sachen, die müssen noch bewiesen gehen. Und sind überhaupt nicht bewiesen. Das heißt, es weiß kein, für was die Mesuren hier überhaupt geholt werden, für was Justifikation. Also, das Schritt ist enorm. Und der ganze Sektor, und dann hat dem Restaurantsektor, und dem Horeca-Sektor, hängt ja nicht mit Restaurants. Da hängen Furnisseuren, aber wie gesagt, Zahlereien, hier Familien und so weiter und so fort. Die Krise Sanitär hat erst nach viel länger Zeit erinnert als. Da der ist auf der Seite von den Restaurateuren. Wir meinen, dass das Restaurant muss abgehen unter strengen sanitären Maßnahmen, selbstverständlich. Aber vor allem auch, dass die Hilfe muss bei den Restaurateuren auch kommen. Und zwar lo. Am Kader von der Verfassungsreform sollte eigentlich eine öffentliche Konsultation aufgehalten gehen an den zweiten konstitutionellen Vot an der Chamber durch ein Referendum ersät gehen. Das hatten DP, LSAP und auch CSV 2018 an ihre Wahlprogramme der Wähler versprochen. Dass es Parteien an der Parlamentarischen Institutionenkommission nicht mehr von diesem Versprechen wissen wollen, bedauert der DDR, die als einzig hier das Versprechen hält, auch wie er eine Resolution gefordert hat, für bei der Verfassungsrevision um Referendumsprinzip festzuhalten. Ein Wörisch, die bei den betroffenen Parteien an der Chamber natürlich nicht gut ankommen ist. Wir haben nämlich hier wirklich ein Wahlversprechenbruch von den Parteien, die dort angekündigt haben. Und ich erkläre nicht, es ist doch billig. 2018 bei den Nationalwahlen, die Leute zu versprechen, dass über Verfassungseng oder eine globale Reform aufgestimmt wird, und dann nur die Wahlen, den Text an ein paar Klangtexte abzudehnen, über die dann nicht mehr soll aufgestimmt. Aber wo sind wir dann? Für was hält ihr eigentlich Lützeburger Bürger? Ein Versprechen, was da gibt für eine Verfassungsänderung, die substanziell und viel von unserem Land umgeht und als Relation mit der Europäischen Union. Und als Staatsform und die Rolle vom Staatschef und Justizreform. Und die geht dann hin an die Märe, die praktisch am Klangekreis, die hier ein Wort zu holen und dann noch ein anderes Wort, andere Gesetze aufzulehnen, an die Hülle Leute, das weg, was ihr versprochen wird. Ich will heute zitieren, ja, es steht nicht da, feier Klangdeler, Herr Gloden, mit dem CSV heute prinzipiell Versprechen gemacht. Vor dem ersten verfassungsrechtlichen Votum wird der Verfassungstext in regionalen Diskussionsrunden mit den Bürgern erörtert und durchdiskutiert. Dieser Text wird danach den Bürgern in einer Volksbefragung vorgelegt und wird das zweite verfassungsrechtliche Votum ersetzen. Und ihr merkt hier einen billigen Trick, wie du da lernst zu kommen. Wahlbetrug, LSAP. LSAP hat gesagt, der neue Verfassungstext, boah, du kannst nicht so ein global oder feierklein, der neue Verfassungstext, Herr Engel, der hat schon blamiert, traut Werbel, wo lange sie kommen. Der neue Also nein, Katella Sapisa, so begeistert, dass sie mal drauf schwärzt. Der neue Verfassungstext allen stimmberechtigten Bürgern anschließend nach breiter öffentlicher Diskussion zur Abstimmung per Referendum vorgelegt werden. Wahlversprechen von der LSAP haut hei gebracht. Just, dass man das wissen, demokratische Partei, die den Namen nicht verdient. Die vier größten im Parlament vertretenen Parteien tragen diesen Text mit und haben sich für ein Referendum während der nächsten Legislaturperiode ausgesprochen. Da die Verfassung die eigentliche Rechtsgrundlage unseres Landes ist, muss im Vorfeld das Referendum mit weitgehendster und objektiver Information sowie weitmöglichster Bürgerbeteiligung begleitet werden. Alles dazu holen wir da. Die Parteien, die das Versprechen 2018 der Wähler gehen haben, haben das Versprechen haut gebracht. Herr Kartheiser, die sieht am falschen Film. Herr Kartheiser, die sieht am falschen Film, Herr Kartheiser. Das, weil wir den Text an vier kleinen Kapiteln abdehnen, dass wir als Land das Versprechen wollen, drücken, was wir den Leuten gehen haben. So funktioniert Demokratie nicht. Da die DDR hat ein klares Bekenntnis zum Referendum. Wir haben keine Verfassungsänderung ohne das Referendum, ohne das Leid. Die Bürger in diesem Land sind das Recht und über das wichtigste Gesetz, das für unseren Staat formiert, aufzustimmen. An mir helfen wird, an dir bricht er wird. Das ist so nicht merkwürdig. Die verschärfte Maskenpflicht
die der blauen Edukationsminister de Kanner an alle Schulen vom Land oberlöscht hat, gehört direkt aufgeschafft. Das fordert eine Initiative von Lehrpersonal und Eltern, die sich schon letztes Jahr nach dem Code geholt hat, für sich gegen die Maskenpflicht zu wehren. Nachdem der Claude Meijler auch auf den zweiten offenen Brief von der Initiative nicht reagiert hat, als die Nouvelle der juristische Schritt gegen den Minister seine Decision in Erfolg sind, die Gerichtsprozedur läuft. Ein ganz rezente Tüd in Deutschland hat gewiesen, dass mittlerweile ein Drittel von den Kanner schiert, psychisch schiert von den Maskendrohnen hun. Du weinst, also es für uns ganz urgent zu agieren und zu gucken, dass Kanner von der Maskepflicht, von der ganz restriktiven aktuellen Maskepflicht befreit gehen. Sollischen Etüden, die auch schon während der Covid-Krise gemacht haben, weisen klar darauf hin, dass das lang Drohen von Atemschutzmasken gesundheitsschädlich kann sein. Bei kleinen Kindern von 6 Jahren und die nur an der Schule permanent eine Maske drohen müssen, ist das ein besonderes Gefahr, dass sich die Regierung für ein ganz rutsch relevante Studien nicht zu interessieren schenkt, das ist dramatisch. An einer Studie, die vielleicht sieht, Masken sind gut, die anderen sollen. Nicht vergessen, weil die Maske sie von Anfang an immer nur durchgewischt als chirurgische Dinge für die Leute, die am Spital arbeiten. Für keine Keimen, irgendwie, dass sie keine Keimen und eine Wunde, eine Oppenwunde von einem Patienten kommen. Pas plus, pas moins. Und das, was kann er zu verlangen? Das man für Spalett? Nein. No go. Development, Immunsystem, wo sie nach dem Gang sind, zu developieren und da einfach so, so, ups, komm, wir machen dir mal ein Ding drauf. Nein. Nicht aufstellen, das mal nicht. An den Masken da sind ganz viele schädliche Sachen dran, schon lange nicht mehr Antioxidanten, das Klebmittel dran, es sind Kobalt bei den blauen Masken dran, an anderen Sachen, die mal erstens einfach nicht mehr mit der Maske überlangt, nicht an der Reihe sind. Natürlich schon Schüler, besonders ab einem Alter von 6, 7, 8, 9 Jahren, so also wie ich das schon ein bisschen gesagt habe, extrem Probleme damit, weil sie erstens sie haben Konzentrationsschwierigkeiten, sie haben Atemnot, sie haben keine Mimik mehr, wir haben das schon alles beschwert gehabt. Die psychische Schäden, die dabei kommen, als auch ganz oft die Angst einfach eventuell einem anderen können zu schulden, wenn ich die Maske nicht anhabe. Lo hofft den ob Verwaltungsgericht für den Minister seine verschärfte Maskepflicht zu kippen. Dass wir nun ein Referé frohen für die Decision zu suspendieren, en attendant, dass unser Recours für ein Gericht zu einem definitiven Urteil kommt. Den Edukationsminister also an der Pflicht, für lo ganz sehr über mögliche Risiken für die Gesundheit aufzuklären. Es muss sich schließlich bedenken, dass Atemschutzmasken von den Kanner stundenlang müssen gedroht gehen. Da gibt es deutsche gesetzliche Unfallversicherung, die ganz klar sieht, und ich meine, das ist nicht nur für Kanner, das ist für alle Menschen, die eine Maske anhört, und egal wie ein Beruf und egal wie ein Sport, ganz egal, maximal 75 Minuten anhören. Und dono wird die Maske aufgedehnt zu gehen und muss eine halbe Stunde können geatmet gehen, okay? Sauerstoff, d'accord? Und nicht den CO2, den man an der Maske hat. Das ist auch ganz cool, dass sie an den Schulen die Detektoren machen, um zu gucken, wie viel CO2 das an der Luft ist. Ich meine, es wäre mehr wichtig, zu gucken, wie viel CO2 an der Maske ist. Die Schüler haben bis 10 Stunden den Tag müssen anholen. Schule, Bus, bis heim, wie auch immer. Auch der DDR sagt natürlich die Maskepflicht ganz kritisch an die Regierung an dem Sinn schon mal eine Reihe parlamentarische Frage befasst. An einem aktuellen Fall von Stoffmasken aus Lützeburg gibt mir an unserer Approche bestätigt, dass Masken sind nur von den Autoritäten zurückgezogen, weil giftig Nanopartikel dran sind. An der Chambre wäre obenheits den Abruf und die Regierung, dass als persönliche Freiheiten nicht müssen hergestellt gehen. Ein Reihe Richter an den Ländern rundherum ist zu rezenten Urteilen festgehalten, dass die Covid-Krise keine Notsituation mehr durchstellt und dass Grundrechte von den Bürgern nicht hergestellt müssen gehen. Wir als RDR pochen weiterhin darüber, dass das elementare Grundrecht angehalten gehen, und schwätzen das Gegenteil ganz spät aus, die eiserne Meinung noch misst abgehoben gehen. Auch ein Gericht, zum Beispiel in Holland oder auch teilweise an Deutschland, je nach Bundesland, hat rezent Urteile gesprochen, wo die Legalität von den Ausgangssperren auf hohe Gestalt geht. Er hat argumentiert, dass im Moment keine akute Notsituation mehr besteht und die Ausgangssperre eine strikte Einschränkung
von der Bewegungsfreiheit von Delegten am Privatleben aus. Sowohl die Ausgangssperre, wo für die medizinische Sicht bis nur noch kein Beweis fehlt, wie auch zum Beispiel Limitation, ob sie legt, dass es demselben steht, die in der für Besiche gehen, stellen wir froh, zwei legt die bei Feier legt, als sechs legt das, das erlebt, drei oder vier legt nachher demselben steht, die bei zwei legt, das ist verboten. Das ist für der, der unlogisch und auch von den meisten Legten nicht zu verstehen, an den Stellen Angriff an die garantierten Grundrechte von unserer Verfassung der. An unserem Rechtsempfinden als der Staat zuständig für das Leben am öffentlichen Raum so weit wie nötig, also human wie möglich zu organisieren, aus dem Privatleben von der Legt, soll und muss der Staat sich aber heraushalten. Aber wenn das muss gemerkt gehen, dann ist er in der Chamber für das Maßnahmen, die an der Verfassung verankert sind, auch eine Zweidrittelmajorität hierüber befallen. DDR pocht weiterhin auf die Freiwilligkeit, was die Impfung gegen das Coronavirus angeht. Auch wenn es an der EU keine Impfpflicht soll gehen, so hält aber den Druck auf Menschen, für sich impfen zu lassen, europaweit zu. Dafür erinnern wir an eine aktuelle Resolution vom Europarat. Da heißt es unter anderem, dass Impfungen gegen das Covid-19 nicht obligatorisch dürfen sind, und Leute, die sich nicht impfen wollen lassen, nicht diskriminiert dürfen gehen. An hier im Studio begrüßen ich den Parteipräsidenten Dr. Jean Schoss, dass er als nicht geht, impfen, aber geht eine Impfpflicht. Kannst du das erklären? Ich denke, ja. Die Impfpflicht gibt automatisch implizieren, dass das Grundrecht von den Leuten fortgeholt wird. Das ist für uns als ADR nicht nur zu vollziehen und noch nicht durchzuziehen. Rechnen wir mit der Freiwilligkeit. Natürlich soll den Leuten incitieren, sich freiwillig impfen gehen zu lassen. Incitieren, wirklich nicht zwangen, sondern incitieren. Und da muss ihnen sich ganz klar bewusst sein, dass irgendwann eigentlich der Punkt hier erreicht, das zu Hötzeburg, wo über 50% von der Population entweder geimpft ist oder positiv durch die Krankheit selber werden, sodass wir von einer Herdenimmunität, an dem wir Black ausgehen können. Und das Herdenimmunität wird dann automatisch dazu führen, dass auch der ganzen größten Teil von den Restriktionen abgehoben gehen kann. Das haben wir ja auch an der Influenza gehabt. Du konntest sich impfen lassen, das wäre ja auch freiwillig oder ist noch immer freiwillig. Und trotzdem haben wir keine Restriktionen, was die persönliche Freiheit von der Leitung geholt. Was die verschiedenen Impfstoffe gegen das Coronavirus angehen, du hast zum Beispiel den AstraZeneca stark an der Diskussion im Moment. Ist den Impfstoff nicht sicher? Also, was ich grundsätzlich so muss, die drei am Moment heute zu Lützburg zugelassenen Impfstoffe sind allen drei sicher. Sicher, soweit wie die Etüden, die Band in den letzten 12 Monaten gemäht sind, es beweisen können. Sie sind aber an einem großen Large Scale quasi benutzt, wenn wir gucken, an England, dass ein Drittel von der Population in der Zwischenzeit mit AstraZeneca geimpft gehen. Natürlich gibt es bei allen Impfungen immer Impfzwischenfälle. Die gibt es aber auch schon beim Influenza-Impfstoff. Nebenwirkungen. Zwischenfälle, ja. Die haben nichts mit dem Impfstoff als solches zu tun. Das sind verschiedene allergische Reaktionen, die auftreten können. Das tun wir aber auch beim Tetanus-Impfstoff, das kennen wir beim Diphtherie-Impfstoff, das kennen wir bei dem den Impfstoff gegen Gelbsucht. Das heißt, das sind eigentlich Sachen, die der Mediziner ganz normal erwartet, die aber noch nicht exzeptionell sind. Natürlich, wenn ich Millionen von Leuten, wie der Moment geschieht, beim AstraZeneca-Impfstoff impfen, habe ich auch bei einem verschwanden kleinen Prozentzahl immer eine ganze Reihe von Zwischenfällen, die dann am Moment natürlich auch ein bisschen abgespielt gehen, weil es etwas Neues ist, weil es einfach spannend ist an dem Sinn. Der Impfstoff selber ist aber gut, garantiert auch einen Schutz, bald 100%igen Schutz vis-à-vis von der schlimmen Erkrankung um Covid-19. Ja, du würdest schon sagen, kurz unterbrechen. Ja, entschuldigung. Das ist aber so, das geht nicht, Jean. Das ist aber so, dass ihn trotzdem kann, krank gehen kann und auch nach Ausstechen kann sein, auch wenn er geimpft ist. Also, das, was man standhaut wissen, ist, dass ihn bei allen drei Impfstoffen nach einer Lichtform oder einer mittelschweren Form
vom Covid-19 kriegen kann. Was sicher ist, ist, dass bei allen drei Impfstoffen, man denkt 99% der Sicherheit, das Biologie, das gibt es kein 100%, in vier Runden schweren Ausbruch, das heißt Spitalsaufenthalt, Intensivstation, also bei allen drei geschützt. André, so merci für all diese Explikationen. Gern geschehen. Akte von Gewalt am öffentlichen Raum holen heute zu Lützeburg an der Lächt immer mit zu. Da möchte der RDR suchen. Bonjour, die Damen und die Herren. Heute zu Böhnenweg ist für einen Podisch ein Verbrechen geschehen. Ein junger Mann von 18 Jahren als Umbruchkind von zwei Minören. Und das ist leider nicht den einzigen Incident an dem Genre, den wir in letzter Zeit an unserem Land zu beklauen haben. Junge Leute geben anderen angegriffen, Messerattacken geschehen aus dem Land. Und die Sicherheitssituation hat sich in den letzten Jahren einfach dramatisch verschlimmert, auch wenn die Regierung das nicht will zugeben. Wir haben als ADR decidiert zu reagieren. Wir sind gleich als ein paar Deputierten heute hier hin auf den Bühnenweg kommen, für eine klare Message zu machen. Die Message, dass die ADR nicht aufhören, die Situation zu verharmlosen, aber schon gut nicht, wie sie zu tolerieren. Wir wollen, dass Leute hier im Land können das Recht wiederholen, nämlich ein Recht auf Sicherheit, wirklich auch können leben. Und dafür müssen Maßnahmen geholt werden. Ich muss mich mal vorstellen, wir sind hier zu Böhnenweg, und gerade hier, nicht weit von der Weg, ist der LTB, der Böhnenweger Lycée. Und da ist ein Schüler aus dem Lycée, der hat seinen Mathschüler hier zu Böhnenweg am Quartier mit einem Messer erstach. Ich muss mich vorstellen, was kann noch Schlimmeres geschehen, wie das, was hier geschieht. Ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass je ein so ein Fall zu Lützburg war. Und da fand ich einfach komplett deplaciert, weil dann der Minister hier geht und um Radio Moyes frei zu dem Fall lapidar sieht, Kriminalität und Gewalt wäre noch immer gehen. Das ist für uns inakzeptabel. Hier sind Leute, die haben Angst. Die haben Angst, auf die Straße zu gehen. Die ist genug. Und die Polizei ist genug. Die Polizei ist genug, weil sie Leute festhüllen und der Trupp laufen sie rundherum und sie lachen in ihrem Gesicht. Und mir ist auch genug. Das ist eine Situation, die es teilweise nicht mehr zu erdrohen. Das ist zu Böhnenweg auf der Gare und dann auch auf anderen Plätzen hier im Land. Und da fällt Ihnen nichts Besseres an, wie hier in der Zeitung steht, die Polizei rät Frauen nachts nicht alleine aus dem Haus zu gehen. Das muss man sich vorstellen. Das ist der Beweis, dass diese Regierung kapituliert für eine Kriminalität. Als Gemeindekonseil für die ADR hier in der Stadt begrüßen wir ausdrücklich, was die Blau an die Schweiz gemacht und nämlich dass Privatpatrouillen zusätzlich zur Sicherheit beidrohen. Und contrairement zu den Gringen und den Roten, die das attackieren, fanden wir das ein ganz gutes Sache. Wenn wir das schon bei politischer Responsabilität sind, besonders von den Kollegen von der Gringer-Partei, muss ich sagen, hier ist ganz klar, die Gringer-Polizeiminister und die Gringer-Justizminister an der Verantwortung. Sie sind verantwortlich dafür, für Prioritäten zu setzen. Police soll prioritär bei Gewaltakten, bei Vol-en-Main-Armee und so weiter agieren. Anstatt 351 Corona-Kontrollen will ich mal um Radio hören, dass zwei Voyouen festgeholt sind, die Jungen mit Messer bedroht, für das soll so vom Bankomat abheben. Und ich hätte gern, dass der Polizeiminister der Polizei erlaubt, zu kommunizieren, wie viele Überfälle es wirklich gibt. Am November und Dezember waren dort am Territorium von der Stadt Lützburg 42 Stück. Hören wir das, nehmen wir hören es nicht. Und für was hören wir es nicht? Weil eine Zensur stattfindet durch die geringe Polizeiminister. Und dann die geringe Justizminister soll aufweisen, weil es gibt eine Politik, die pursuit, dass prioritär und mit der ganzen Herd so Sachen wie die Toten pursuiviert gibt. Aber wenn der Park nicht genug Ressourcen hat, dann müssen Ressourcen auf die prioritären Dossiers gebündelt werden. Das ist eine Frage von politischer Responsabilität. Und da muss ich noch an Strafrecht gehen. Minören, die alt genug sind, für einen Menschen umzubringen, sind noch alt genug, für sich der richtige Justiz, dem richtigen Strafvollzug zu stellen. Auch da verlangen wir als ADR eine ganz klare Reform. Wir bleiben beim Thema Sicherheit, das am Kader von einem Statement von den ADR-Frauen am Vierfeld vom Internationalen Frauentag. Bonjour, die Damen und die Herren. Mein Name ist Sylvie Michel und ich bin Präsidentin von den ADR-Frauen. Wie mir habt ihr sicher auch gemerkt, dass das Land sich in den letzten Jahren radikal verändert hat. Aber leider nicht zum Guten. Eine von den wohl dramatischen Entwicklungen ist die, dass Kriminalität
immer mehr schlimm geht. Auf vielen Plätzen am Land tun wir Klappereien durch Türenbanden, auf ihre kurzem Ast nach zu Bohnenweg ein junger Mann von 2 Männerjährigen umbrücht ging. Viel Elerleute und viele Frauen trauen sich bald nicht mehr auf die Straße. Die alle Avenue an der Stadt und die ganze Gare Cartier sind zu einem Stadtteil gehen, wo kaum nach ihnen hingeht, wenn er nicht unbedingt muss. Kein Wunder, dass immer mehr Geschäfte eitel stehen. Das ist ein Schaden, was aus einer schönen Stadt geht. Drogenkriminalität wird von dieser Regierung offensichtlich toleriert. Sonst gingen sie ja endlich etwas dagegen in der Hohlen. Die Polizei braucht mehr Kompetenzen. Die Gring wehren sich dagegen. Die Justiz müsst endlich durchgreifen, aber auch da kann ich nicht feststellen, dass der politische Willen da wäre. Eisenandruck als den, dass dem geringen Polizeiminister Cox und der geringen Justizminister Stanson der Schutz von den Kriminellen deutlich mehr um Herz leid wie der Schutz von den ehrlichen Bürgern. Gegen die organisierte Häscherei wird seit Jahren nicht gemacht. Die Stehlen an den Geschäften kriegt kaum Zwitten. Die nigerianische Anana-Drogenmafien können auf der Gare bald ungesteuert operieren. An den zuständigen sozialistischen Minister Asselborn möcht neisch do geht. Ela Leid a Frauen, an nicht nimmer sie, gib belästigt, beledigt, heinst du auch vom Trottoir aufgestoßen. Die Al Avenue, dat war früher ein Visitekart von der Stadt Lützebüsch. Haut, also denk Zumutung, wir müssen do da durchzugehen. Mehr ADR Frauen hun es genug. Wir holen den Internationalen Frauentag als Gelegenheit, für zu sagen, dass wir nicht gerne Zustände an unserem Land hätten, an denen wir können an Sicherheit leben. Wir wollen nicht, dass die Polizei muss sagen, dass Frauen oft nicht allein sollen aus dem Haus gehen. An unseren Ehren müssen die ehrlichen Bürger an unserem Land und natürlich auch wir Frauen als können allzeit frei an sicher bewegen. Egal um wie viel Uhr und egal wohin wir wollen gehen. Andere Frauenorganisationen benutzen diesen Tag, für gegen das Wort Pappekongé zu manifestieren. Das machen wir nicht. Wir ADR-Frauen sind eine Frauenorganisation, die für ein Madennähen von Frauen und Männern steht und nicht für ein Gendennähen. Wir ADR-Frauen kümmern uns um die Sorgen und Probleme, die die Frauen hier im Land wirklich beschäftigen, wie zum Beispiel ihre Sicherheit und ihre Gesundheit. Auf unserem Pfändel steht nicht feministische Ideologie am Männerhass. Für den Internationalen Frauentag vom 8. März zu feiern, machen wir am Samstag, den 6. Tag, den 6. März, ein Protestpiket für den Polizeiminister. Wir wollen damit ein deutliches Zeichen setzen, für den geringen Minister zu sagen, dass wir gerne ein sicheres Land hätten für jeden, aber besonders auch für die, die sich selber nicht so gut wehren können. Die Kinder, die Frauen, die Ehrenleute, die mich schwach leiden. Die Stadt soll uns endlich beschützen. Wir wollen mehr Polizisten, mehr Kompetenzen für die Polizei und eine Justiz, die durchgreift. Wir wollen eine Null-Toleranz-Politik und einen engagierten Kampf gegen Kriminalität. Wir wollen das Land, das Leid, die nicht an unserem Land verloren haben, weil sie illegal auf unserem Territorium sind, das Land müssen verlassen. Wir sind es mit der Politik von der Gambia-Regierung, die die Kriminellen schützt, am Platz die Normalleute. Wir ADR-Frauen wollen, dass als Land und als Stadt auch Lützebüsch, Esch und Ettelbrück nicht sicher gehen. Und dafür protestieren wir. Dafür stimmen wir. ADR-Frauen stehen für ein besseres, sicheres Lützebüsch. Vielmals merci für die Nullerstrecken. Wie stehen die Jungen von der Adrenalin zu der Össi-Pap-Diskussion, die von der ADR losgetröppelt ging? Wir werden nehmen e-biologische Pap an eng biologisch Mam soll gehen, die am Gesetz auch so genannt sollen gehen. Heise Clip von der Juncker ADR. Moin, mir als Adrenalin sich schockiert, was Handeln von verschiedenen Politikern von den Majoritätsparteien angeht, für allem von den Gring. An der Läschkind Begriffe Pap am Mam an alle legalen Texte immer mehr vorgestellt,
und nicht nur das, es gibt so gut Versicht für die Notion von der Familie, die der Mama und dem Papa aus allen legalen Texten komplett auszuschließen, was von der geringen Justizminister approbiert wird. Der Ferner Kartäuser hat als seiner Chambersrede es auf den Punkt gebracht. Wisst ihr, dass ihr verbal oder vielleicht auch nicht auch den Papa aufschafft? Wisst ihr, wie der Papa heißt bei der Madame Tanzer bei den Geringen? Es gibt Mam, nach, du kannst ja noch darüber diskutieren, was ist genau ein Mam damit, und die Diskussion ging schon nicht an. Mit dem Papa ist nicht mit dem Papa, le Père, den gibt es nicht mehr. Es gibt den autre Parent de Naissance. Und all die Männer und all die Pappen, die aus der Börse nur lächeln, die sollen wissen, dass die Geringer Ideologie sind, sie sind nicht mit Papa, sie sind autre Parent de Naissance. Es ist eine Diskriminierung von den Männern an ihrer komischen Ideologie, die wir nicht akzeptieren. Einmal für Beispiele von offiziellen Dokumenten für Notion vom Papa natürlich rein unabsichtlich erwäschgelöst gehen. Dreht von Herrn Kartäuser wird zu vielen Diskussionen geführt. Auf Facebook zum Beispiel affichieren viel höfrisch Pappen den Slogan «Ich sie Papp». Green Politiker, wie Deputiert Stéphanie Rompin, verfälschendes Realität, auf die der Ferner Kartäuser aufmerksam gemacht wird, an dem sie von Fake News respektive von Populismus schwätzen. Von der Madame Rompin konnte ich noch immer keine Antwort, was das ganz mit Populismus oder Fake News zu tun hat. Denn Herr Kartäuser geht genau das erinnern, was an dem Gesetzestext steht. Warum steht noch da der Papa nicht? Auch die Organisation Fathers Against Discrimination weist auf dieses Problem hin. Auch als Innenminister ist zu kritisieren. Minister für Gleichstellung zwischen Frauen, also keine Madame Bofferding, die gerne Fake News verbreitet, wie zum Beispiel Hai, der Gender Pay Gap liegt bei 16%, wenn schnell Wikipedia sich ergibt, dass der Gender Pay Gap zwischen 2-7% liegt. Es könnte aber noch viel mehr schlimm. Die Frauen haben gedacht, die werden aus dem Schneider. Nein, die geringen Nanopolitiker habe ich natürlich nicht vergessen. Das heißt, heute sind es dann offiziellen Dokumenten kein Mann und kein Papa mehr. Aber los sind dir der Parent 1 oder Parent 2. Also, das nächste Mal, wenn dir auf eine ältere Versammlung geht, da geht er gefragt, ob dir der Parent 1 von ihrem Jungen oder ihrem Mädchen sind. Und das mal letztlich gibt es ja auch kein Jungen oder kein Mädchen mehr, das heißt, ob dir den Parent 1 von diesem Wesen sind. Und da geht es noch so weit, dass verschiedene Profen so Sachen so wie zum Beispiel, was, du hast kein genderneutrales Pronomen benutzt, andere Tenue mit dir. Wir können natürlich darüber lachen. Mit dem wird wahrscheinlich irgendwann die Realität gehen. Es fängt schon dummer daran, dass die Motion vom Deputierten Fred Kolb über den sogenannten genderneutralen Spruch, der ganz bedenklich ist, nicht wirklich echt geholfen auf meiner Meinung. Das wird hier geplant, für die Motion vom Papa komplett wegzulassen und auch die von der Mama komplett zu ignorieren, das wird zu manchen negativen Konsequenzen auf eure zukünftige Sozietät haben. Weil das, was eine Gesellschaft, die zusammenhält, ausmischt, sind stark Familien. Aber wenn wir aufhängen, Bild von der Familie immer mehr auseinanderzuholen und auch zu ignorieren, dann wird das zu einer mehr größeren Spaltung von der Gesellschaft feiern, was natürlich nicht gut kann sein. Vielen merci für das Adrenalin, Maximilian Voroschilo, merci dann. Am mir hei von ADR Tele sonnigelo merci, dass ihr mit dabei wärt. Ob der Tele könnt ihr uns zwar nicht auf RTL, aber dafür bei DOC und auf Apart TV zu wehren. Und vergesst auch nicht, wie ich regelmäßig auf unserer Internetseite oder auf Facebook zu informieren. Bleibt gesund, Eddie, und bis die nächste Kehr.